Michelle und Matthias Reim, die Beziehung zweier Schlagerstars. Die erste Begegnung. Während der ZDF-Hitparadentour im April 1999 lernten sich Michelle und Matthias Reim kennen. Es funkte direkt. Wenig später wurden die beiden ein Paar und standen oft gemeinsam auf der großen Showbühne. Gemeinsames Kind. Im Jahr 2000 wurde Marie Reim geboren. Sie ist das vierte von 7 Kindern, deren Vater Matthias ist. Kurze Beziehungsdauer. Das Liebesaus ließ nur 2 Jahre auf sich warten. Michelle warf Matthias fehlende Verantwortung in seiner Rolle als Vater vor. Kein böses Blut. Auch nach der Trennung blieben sie in Kontakt und standen weiterhin gemeinsam auf der Bühne. Zusammen in den Charts. Michelle und Matthias veröffentlichten die 2 erfolgreichen Singles Idiot aus dem Jahr 2002 sowie Nicht verdient aus dem Jahr 2018. 1, 2, 3. Mehr Infos, mehr News, mehr Videos, mehr Stars. Jetzt auf schlager.de.